Moin Metal Paletten Freunde, ist wieder soweit, geht los. Heutige Etappe von Kiel nach 2 Tagen Pause, ich bin heiß. Geht erstmal nach Eckernförde. Von dort melde ich mich sicher mal. Ich treffe mich dort mit Enno, Kurator der Wacken Foundation, und mit Dirk von der Eckernförder Zeitung. Und danach fahre ich nach Kappeln, dazu später mehr. Supporter der heutigen Tour ist der Frank Reichert. Wir denken heute an Chester Bennington von Linkin Park und spielen von Linkin Park Numb. So long, bis später. So, die Mittagspause haben wir jetzt dann auch bald rum mit Arne und Enno in, wo sind wir? Die sagen, wir sind in Eckernförde. Schön, es gab Leberkässemmel mit Zwiebel. Das hat einen leicht fischigen Geschmack, aber war echt hervorragend. Bis nachher. Enno fährt mir da und davon. Aber sein Rad wiegt ja auch nichts. Ich habe auch keinen Motor. Ich habe keinen Motor. So, mittlerweile bin ich in Ölpitz angekommen. Hört sich auch wieder alter Zerstörer zur See. Bisher hat mich begleitet der Enno, Kurator der Wacken Foundation. Wir hatten uns getroffen in Eckernförde. Dort kam auch der Arne hinzu, der Projektmanager, mit dem ich da bisher zu tun hatte in der Organisation der Tour. Und es war auch eine nette Praktikantin dabei, deren Namen ich jetzt leider gerade nicht mehr weiß. Ich fahre jetzt rein im Ort, treffe mich mit einem Spezi Frank Becker, der mit seiner Familie hier urlaubt und da kann ich ja über Nacht bleiben. Mit dem einen oder anderen Foto oder einem kurzen Video werde ich mich noch melden und wünsche bis dahin schöne Zeit. Jetzt habe ich mich verfahren. Das ist ein weiß-grauen Ferienhäusl mit grauem Dach rechts.